Oh, das hört sich ganz schlecht an. Ja, das ist auch schlecht, wenn keine Bohnen mehr da sind. Killepitch, es wurde nämlich im Krieg gebraut, als alle im Keller saßen. 42%, das sind die Daten, von der die SPD träumt und wir nie erreichen werden. Mein Name ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ich bin die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und dies ist mein Ritterporträt. So, das ist für die Truppen, die jetzt im Auslandseinsatz sind. Als ich in Afghanistan war und mit Mannschaftssoldaten, Soldatinnen zusammensaß und mit denen mal mich offen auszutauschen, das fand ich beeindruckend, weil wir sitzen hier im Warmen und wir entscheiden. Aber erst wenn man vor Ort sitzt, wirklich im Staub, dann ist einem erst klar, was das bedeutet, in solchen Einsätzen zu sein, wie gefährlich sie auch sind. Und dass man sich das nicht leicht machen sollte, darüber zu entscheiden. Es ist toll, jetzt Teil der Bundesregierung zu sein. Und wir als Freie Demokraten stehen ja für Verantwortung. Ich empfinde das nicht als Last, das ist eine Herausforderung. Sondern Verantwortung zu übernehmen, macht auch Freude. Also bevor wir eine europäische Armee bekommen, muss es erstmal eine einheitliche europäische Außen- und Verteidigungspolitik geben. Es gibt viele Unterschiede. Die gute Nachricht ist, es gibt ja schon ganz viel Zusammenarbeit zwischen Deutsch-Norwegen, Deutschland-Niederlanden, Deutsch-Französisch. Das heißt, es gibt bilateral und auch darüber hinaus Zusammenarbeit. Ich gehe jetzt kurz essen. Möchte jemand mit? Dann gehen wir zusammen, dann sieht das nicht so einsam aus. Ich habe Kommunalpolitik gemacht, ich war seinerzeit Bürgermeisterin von Düsseldorf und Christian Lindner hat mich 2013 gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mich einzubringen, dass die FDP wieder in den Bundestag kommt. Ja, und jetzt bin ich hier im Fahrstuhl des Bundestags. Wen ich lieber verarsche? Ja. Die Heute-Show. Haben Sie gedient? Nein. Altes Weichei. Tada. Nächstes Mal sitzen Sie da in der Tonne. Ich finde, dass meine Tweets alle gut sind. Aber ich finde die Reaktion am besten. Ja, da bin ich immer gut. Da bin ich im Schlafe, mache ich das. Erstmal waren Sie sehr sympathisch gestern in der Sendung. Also Sie machen den Kuchen und ich bringe die Kerzen mit. Also der Ausschuss als solches kontrolliert ja die Regierung, also streng genommen die Legislative, also die Ministerin und die, die im Ministerium der Verteidigung sind. Das ist die Rolle. Meine Aufgabe ist eben, diesen Ausschuss zu leiten. Das ist ein Ausschuss, der ist sehr groß, mit 38 Mitgliedern zum ersten Mal. Der gehört zu den Pflichtausschüssen, die der Gesetzgeber vorgibt, eben als Kontrolle der Streitkräfte. Was wünsche ich mir, dass wir hier das, was wir versprochen haben im Wahlkampf, dass wir das in den nächsten Jahren umsetzen. Und darüber hinaus denken, dass es nicht nur 4 Jahre sind, sondern das, was wir vor allen Dingen gesellschaftspolitisch vorhaben, dass das klappt. Und mein persönlicher Wunsch, dass die Bundeswehr besser ausgestattet wird und dass wir nie vergessen, was die Soldatinnen und Soldaten für uns machen und letztlich bereit sind, auch ihr Leben für uns hinzugeben. Und ich wünsche mir, dass das höheren Respekt erfährt. So, jetzt esse ich vor allen Dingen mal 3700 Kalorien. Ich bin sowas von geimpft. Ich trinke das Zeug jeden Tag. Gute Dinge werden gnadenlos nachgemacht. Es ist nicht erlaubt, macht aber in den unteren Gängen Spaß.